Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen hier zum WM-Finale. Das Spiel zwischen Deutschland und Argentinien. Zum ersten Mal kann eine europäische Mannschaft hier in Südamerika eine WM gewinnen. Und die Chancen stehen sogar sehr gut. Alle Zeichen sprechen für Deutschland. Deutschland hat längere Erholung gehabt. Deutschland hat bisher besser gespielt. Deutschland hat sich nicht über 120 Minuten quälen müssen im letzten Spiel und konnte schon nach einer Halbzeit den Gang runterschalten. Und die Argentinier mussten über 120 Minuten gehen. Haben hier natürlich in Südamerika riesigen Erwartungsdruck. Und ja, schauen wir mal, was dabei rumkommt heute bei diesem Spiel. Jetzt hören wir erstmal die Nationalhymnen. Zuerst die deutsche, dann die argentinische. Das war die deutsche Nationalhymne. Kommen wir zur argentinischen. Und das war die argentinische Nationalhymne. Kommen wir zu den Mannschaftsaufstellungen. Zuerst die deutsche. Neuer, Lahm, Boateng, Hummels, Hövedes, Schweinsteiger, Khedira, Kroos, Müller, Klose und Özil. Die Trainer natürlich Joachim Löw. Unverändert im Vergleich zum letzten Spiel die deutsche Nationalmannschaft. Kommen wir jetzt gleich zur Aufstellung der argentinischen Nationalmannschaft. Hier nochmal ein Blick auf den WM-Pokal. Darum geht's. Beide Mannschaften wollen natürlich heute irgendwie ihre Hand dran kriegen. Gar keine Frage. Romero, Zabaleta, Di Michelis, Garay, Rocho, Perez, Biglia, Mascherano, Lavezzi, Messi und Higuain, Trainer Alejandro Sabella. Und ja, schauen wir mal, was die Elf hier von Argentinien heute reißen kann. Gegen die deutschen Maschinen, wie sie gerne mal in der Weltpresse genannt werden. Und jetzt erstmal gleich der Anstoß. Hier sehen wir nochmal Manuel Neuer, der bereit ist heute. Schiedsrichter ist Manuel Rui Barbosa. Und die Deutschen werden den Anstoß haben. Klose wird den Ball in seinem wahrscheinlich letzten WM-Spiel ins Rollen bringen. Hat er soeben getan. Er will natürlich auch eine Hand an den Pokal kriegen. Beziehungsweise sogar beide Hände. Und das Firebeast dann dementsprechend rauslassen. Jetzt erstmal Hövedes am Ball auf Kroos. Auf Klose. Klose fast mit dem Fehlpass, erobert sich den Ball da aber direkt zurück. Klose immer noch am Ball. Klose gegen Di Michelis hier. Die kennen sich ja noch aus Bayern-Zeiten. Klose holt den Einwurf raus. Den Lahm jetzt ausführt, aber naja, fehlerhaft ausführt. Klose kriegt den Ball aber trotzdem nochmal. Der rennt da wie ein Jüngling hinterher. Müller am Ball auf Lahm, aber der Fehlpass von Thomas Müller. Jetzt erstmal der Ball wieder bei den Argentiniern. Garay auf Di Michelis, zu Biglia, auf Zabaleta. Und da setzt auch direkt Özil nach, aber kommt nicht an den Ball. Higuain jetzt am Ball auf Perez. Perez zu Mascherano. Mascherano ja so ein bisschen der Lenker im Mittelfeld der Argentinier. Rocho jetzt am Ball. Rocho gegen Müller. Gegen Lahm war das. Boateng geht jetzt hier auf Rocho drauf. Aber er hat immer noch den Ball, konnte zu Lavezzi passen. Wieder Rocho. Rocho gegen Lahm jetzt. Mascherano. Da ist Müller mit dran. Mascherano kann aber die Flanke bringen. Kopfball, aber nebens Tor. Keine Gefahr für die Deutschen. Okay. Hummels hat da den Ball angeblich neben das Tor geklärt. Oder Hövedes. Es gibt auf jeden Fall Ecke für die Argentinier. Hier in der 13. Spielminute. Die erste Ecke
im Spiel Lavezzi Vitti in die Mitte bringen, hat er auch getan, aber da ist Boateng wie ein Fels in der Brandung. Und jetzt Özil auf Kroos. Wieder Özil. Aber der verliert hier den Ball. De Michelis, Mascherano, Biglia. De Michelis wieder. Rojo. Rojo verliert hier den Ball gegen Thomas Müller. Müller schickte Khedira. Wieder Müller, wieder Khedira. Khedira verliert hier den Ball. Und jetzt Higuain. Higuain auf Rojo. Der zu Mascherano. Auf Lavezzi. Wieder Mascherano. Auf Lavezzi. Zu Higuain. Wieder Rojo. Schickt hier mal Biglia. Biglia jetzt. Zu Higuain. Higuain jetzt hier weit zurückgefallen. Ist da fast schon in der eigenen Hälfte. Lavezzi. Lavezzi könnte jetzt schießen. Ah, der bricht nochmal ab. Traut sich da noch nicht recht zu schießen. Und jetzt Neuer am Ball. Kann den Ball problemlos aufnehmen. Und jetzt mit dem weiten Ball nach vorne. Da ist Miro Klose. Der kann den Ball weiterleiten. Ja, aber jetzt ist der Ball wieder bei den Argentiniern. Royo oder Rojo auf Lavezzi. Der weiter zu Higuain. Higuain gegen Hummels. Higuain gegen Hummels. Das wird heute auch eines der Schlüsselduelle sein. Aber Boateng kann die Flanke da klären, die von Higuain durchgekommen ist. Jetzt erstmal die Deutschen. Mit Kroos. Kroos auf Müller. Zu Klose, Khedira, auf Schweinsteiger, auf Klose. Klose sieht jetzt, ah, da wollte er mit der Hacke, aber die Deutschen immer noch am Ball. Durchgesteckt für Kroos, Kroos mit dem Schuss gehalten, Müller, ah, da ist soeben noch Lavezzi. Oder wer war es, der dazwischen war? Ich weiß es nicht, irgendwer war dazwischen. Nee, es war die Nummer 2, es war Garay, der dazwischen war. So eben noch dazwischen kommt. Ecke jetzt für die Deutschen. Toni Kroos bringt den Ball jetzt in die Mitte. Toni Kroos. Da ist Hummels. Hummels. Oh, der kommt nicht an den Ball. Aus der zweiten Reihe Schweinsteiger. Auf Müller. Wieder Schweinsteiger. Für Özil. Özil. Auf Klose. Aber abseits von Miroslav Klose. Hier sehen wir es nochmal. Ja, das war abseits. Klarer geht's nicht. Und jetzt Romero. Kurz auf dem Michelis. Weiter zu Garay. Auf Mascherano. Der erstmal zu Rojo. Rojo auf Messi. Auf Mascherano. Zu Lavezzi. Wieder Mascherano. Das Board hängt dazwischen. Wieder Lavezzi. Auf Rojo. Rojo auf Garay. Wieder Rojo. Aber da passt Müller auf. Müller jetzt. Ah, das will er mit der Hacke machen. Warum? Rojo auf Messi. Mascherano, Biglia. Auf Perez. Zu Zabaleta. Zabaleta geht an Hövedes vorbei. Steckt hier durch. Ja, aber auch da die Abseitsfahne gehoben vom Linienrichter. Schauen wir es uns nochmal an. Hier sehen wir es. Ja, Abseits. Hummels hat da gut aufgepasst. Perez da ins Abseits laufen lassen. Und jetzt der weite Ball. Der bringt's wieder nicht. Da muss man vielleicht dann auch mal kurz den Ball rausspielen. Messi jetzt noch am Ball. Messi. Wird er gestört. Und jetzt die Deutschen wieder am Ball. Mit Hövedes. Hövedes auf Schweinsteiger. Schweinsteiger für Kroos. Kroos für Özil. Özil für Hövedes. Für Kroos. Klose steckt durch, aber da gut abgefangen von den Argentiniern. Biglia jetzt am Ball. Biglia. Auf Perez. Perez auf Biglia. Auf Perez wieder. Perez jetzt auf Messi. Messi weiter auf Mascherano. Der hat da Platz. Der hat Platz, aber verliert den Ball zum Glück gegen Schweinsteiger. Und da das Kopfballduell aber von den Argentiniern wieder gewonnen. Jetzt Messi. Messi aus der zweiten Reihe mit dem Schuss, aber Neuer kann den Ball sogar festhalten. Und gleich geht's dann in die Halbzeit. Eine Minute plus Nachspielzeit noch.
Viel wird es nicht geben, viele Unterbrechungen gab es nicht. Lahm, eine Minute wird es geben. Auf Müller nochmal. Geht hier noch was vor der Halbzeit? Lahm auf Klose. Klose jetzt schickt hier Lahm. Lahm könnte jetzt gleich flanken. Dribbelt sich in die Mitte, passt auf Klose. Klose schießt einfach mal, holt die Ecke raus. Holt die Ecke raus. Geht hier noch was? Higuain sehen wir hier nochmal. Mit einem Pass. Was da dran jetzt so besonders war, dass uns die brasilianische Regie das einspielt, kann ich euch nicht verraten. Aber jetzt nochmal die Ecke. Toni Kroos wird den Ball in die Mitte bringen. Kroos mit der Flanke. Da ist Hummels. Hummels kommt aber nicht ran. Aus der zweiten Reihe Özil mit dem Schuss. Aber auch der abgewehrt. Und Romero kann den Ball dann da erstmal klären. Jetzt müsste eigentlich der Halbzeitpfiff kommen. Der kommt auch jetzt. Halbzeit zwischen Deutschland und Argentinien hier im WM-Finale. 0:0 zur Halbzeit. Messi da natürlich noch nicht ganz zufrieden. Hatte sich da ein Tor erhofft in der ersten Halbzeit. Das ist nicht geschehen. Von daher immer noch 0:0 hier. Und hier sehen wir nochmal die Chance von Müller, der da Lavezzi nicht entkommen konnte. Lavezzi konnte dann den Ball klären, was wir nicht mehr gesehen haben. Hier sehen wir die Statistik, 42% Ballbesitz nur für die Deutschen, 58% für Argentinien. Und auch die Passgenauigkeit 85% zu 93%. Bei beiden ist Argentinien vorne, nur Torschüsse hat Deutschland einen mehr. Wir gehen direkt in die zweite Hälfte zwischen Deutschland und Argentinien. Die Argentinier mit dem Anstoß. Higuain hat den Ball auf Lavezzi zu De Michelis, weiter zu Mascherano, auf Messi, Biglia jetzt, wird fair abgegrätscht von Toni Kroos, behält aber den Ball, Zabaleta jetzt, auf Biglia wird da auch gestört, kann sich aber durchsetzen, Mascherano, auf Zabaleta, immer noch am Ball. Auf Mascherano. Zu Higuain. Higuain wird da auch gestört. Aber kann sich durchsetzen. Vorteil wurde angezeigt. Kann jetzt hier rechts rauspassen auf Perez. Perez hat alle Zeit der Welt. Zabaleta. Der wartet zu lange, Zabaleta. Der wartet zu lange. Aber noch ist er am Ball, also jetzt passt er erstmal zu Mascherano, auf Messi. Messi auf Rocho, Rocho aus der zweiten Reihe, auf Lavezzi, Lavezzi für Mascherano. Auf Biglia. Zu Zabaleta. Zabaleta wird aber von Hövedes klasse abgelaufen, aber der kann den Ball nur zum Einwurf klären. Die Argentinier wieder im Ballbesitz mit Biglia. Biglia mit der Flanke. Lavezzi mit dem Schuss, aber gehalten. Und jetzt kann Hövedes in Zusammenarbeit mit Kroos und Hummels den Ball klären. Klose jetzt hier. Klose, sag ich schon. Man merkt, ich habe Hunger. Schweinsteiger auf Klose wieder. Klose auf Lahm. Lahm auf Müller. Müller für Lahm. Wieder Schweinsteiger am Ball auf Lahm. Jetzt die Deutschen mal mit einer guten Passstaffette hier. Klose jetzt auf Khedira. Khedira für Kroos. Kroos aus der zweiten Reihe mit dem Schuss. Aber gehalten von Romero. Gerade so. Kann den Ball zur Ecke klären. Kroos hat seinen Hammer ausgepackt. Ist ja angeblich mit Real Madrid fix. Schauen wir mal, ob das wirklich so stimmt. Und der Ball da geht erstmal in den brasilianischen Himmel. Und dann ins Tor aus und die ersten Wechsel jetzt hier. Zwei frische Männer. Und auch bei den Argentiniern ein frischer Mann. Das sehen wir gleich. Kramer für Kroos. Und Götze für Khedira, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ja, Götze für Khedira. Und bei den Argentiniern Gago für Biglia. Gago für Biglia. Jetzt hier Lahm am Ball. Lahm auf Götze. Götze für Müller. Müller steckt durch für Klose. Klose wieder auf Müller. Müller mit dem Schuss. Da ist das Tor. Thomas Müller mit dem 1:0 für die deutsche Nationalmannschaft.
Deutschland führt hier im Estadio do Maracana. Die Deutschen rasten natürlich aus. Müller mit seinem 6. WM-Treffer. Damit hat er einen mehr als bei der letzten WM. Damit hat er insgesamt jetzt schon 11 Treffer. 11 Treffer bei WMs erzielt und wird Klose da wahrscheinlich als erster gefährlich werden. Und Romero natürlich nicht zufriedener mit seiner Hintermannschaft, dass sie Müller da einfach so schießen lassen hier in der 65. Spielminute. Thomas Müller mit dem 1:0 für Deutschland gegen Argentinien im WM-Finale. Wie geil wäre das denn, wenn hier Deutschland gewinnen würde? Zabaleta auf Lavezzi. Wie werden die Argentinier jetzt reagieren? Rocho. Rocho auf Mascherano. Mascherano für Gago. Gago auf Messi. Messi mit dem Schuss, aber abgefangen und Neuer kann den Ball halten. Neuer kann den Ball festhalten. Hat jetzt natürlich alle Zeit der Welt. Haut den Ball weit nach vorne. Da ist Özil. Özil kommt aber nicht an den Ball. Zabaleta setzt da gut nach. Özil rennt direkt hinterher. Gago jetzt. Mascherano auf Lavezzi. Lavezzi auf Rocho. Da ist Lahm an ihm dran. Kann ihn aber nicht stören, aber Hövedes kann den Ball erstmal klären. Schweinsteiger auf Kramer. Kramer hätte wahrscheinlich sich vor 2 Monaten auch noch nicht gedacht, dass er ja im WM-Finale sogar spielen wird. Wer hätte das gedacht? Müller jetzt auf Lahm. Lahm auf Klose. Klose für Schweinsteiger. Wieder Klose auf Schweinsteiger. Auf Hövedes. Hövedes verliert hier den Ball gegen Perez. Jetzt ist natürlich Platz für die Argentinier. Hövedes ist aber bereits zurückgeeilt. Trotzdem der Ball jetzt auf Messi, aber Hummels passt auf, kann den Ball da erstmal klären. Jetzt aber wieder die Argentinier. Messi. Auf Perez. Der will zu Messi durchstecken, aber Hummels hat da aufgepasst. Kramer. Auf Özil. Özil für Klose. Aber auch da wieder abgegrätscht von den Argentiniern. Gago jetzt auf Perez. Perez für Messi. Was zaubert der kleine Zauberflo hier noch aus dem Hut? Zabaleta erstmal am Ball. Zabaleta auf Gago. Gago auf Mascherano. Mascherano ja so ein bisschen der Lenker des argentinischen Spiels. Perez auf Messi. Messi auf Gago. Wieder Messi. Auf Rocho. Weiter zu Lavezzi. 81 Minuten sind gespielt. Immer noch 1:0 hier für Deutschland. Und Philipp Lahm kann den Ball jetzt hier nur zum Einwurf klären. Einwurf für die Argentinier. Und jetzt Lavezzi. Auf Rocho. Rocho für Perez. Perez. Auf Zabaleta. Zabaleta für Mascherano. Mascherano für Messi. Messi mit der Flanke. Und gehalten. Und Nachschuss. Ah, ans Außennetz. Da haben die Deutschen Glück. Zabaleta ans Außennetz. Wenn das hier nichts mehr wird für die Argentinier, dann wird Zabaleta da noch die nächsten 20 Jahre von träumen. Jetzt Agüero für Higuain. Nochmal frische Kraft von der Bank. Auch Jogi Löw sollte da vielleicht nochmal einen frischen Mann bringen. Higuain verletzt den Platz. Konnte hier heute kein Tor erzielen und dem Spiel auch nicht seine Akzente aufdrücken. Neuer jetzt mit dem Abschlag. Kurz auf Hövedes. Weiter auf Hummels. Hummels für Neuer. Neuer haut den Ball jetzt erstmal raus. Weit auf Klose. Aber der kommt nicht an den Ball. Trotzdem die Argentinier jetzt am Ball. Mit Perez. Perez auf Lavezzi. Lavezzi für Mascherano. Mascherano könnte jetzt flanken. Mascherano flankt. Hövedes ist da. Gago. Die letzten Minuten laufen. 3 Minuten plus Nachspielzeit noch. Özil. Özil auf Klose. Ah, da wird Özil gefault. Sehr gut. Da wird die Uhr nochmal ein bisschen runtergespielt. Agüero begeht da das Foul gegen Özil. Unterläuft ihn da. Hummels jetzt kurz auf Hövedes. Hövedes auf Schweinsteiger. Schweinsteiger auf Götze. Götze für Schweinsteiger. Wieder Kramer. Auf Götze. Götze auf Kramer. Wieder Götze. Götze jetzt hier raus auf Klose. Klose. Der hat jetzt natürlich alle Zeit der Welt und mit seiner Erfahrenheit kann er den Ball da auch erstmal halten. Und die Argentinier sogar noch austricksen. Macht er hier noch eine Bude. Klose. Klose mit dem Schuss. Knapp am Tor vorbei.
Eine Minute Nachspielzeit gibt es hier oben drauf. Geht hier noch was für die Argentinier? Die müssen jetzt den Ball schnell nach vorne bringen. Romero mit dem Abschlag. Weit nach vorne. Da ist Agüero. Agüero gegen Schweinsteiger. Die Deutschen haben den Ball. Der Schlusspfiff ist erfolgt. Deutschland ist Weltmeister, wenn es nach dieser Prognose geht. Ich hoffe, die Prognose hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt und nie was verpassen wollt bei mir, lasst ein Abo da. Ich danke erstmal für 100 Abonnenten mittlerweile, die ich gestern erreicht habe. Was gibt's noch zu sagen? Schreibt euren Tipp in die Kommentare. Wird Deutschland Weltmeister hier gegen Argentinien im Estadio do Maracana? Ich verabschiede mich für heute. Hatte viel Spaß mit den FIFA-Prognosen zur WM. Natürlich wird es auch zur Bundesliga und zu anderen Sportevents, zu anderen Fußball-Events weiter FIFA-Prognosen geben. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr nichts verpasst. Ich verabschiede mich für heute. Ich hoffe auch, dass Deutschland Weltmeister wird. Denke eher mit einem 2-0 oder 3-0 sogar. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Sag bis dahin. Ciao.